Ja, auf jeden Fall total überrascht und ich freue mich riesig auf den Sprung und Sprint, vor allem eben auf den Dreisprung. Das klingt fast schon brutal. Ich sag mal, es geht viel über Technik und eben auch über Schnelligkeit. Und wenn man da gut aufgestellt ist und gute Kraftwerte mitbringt und denke ich, dann kann man das schon relativ schonender machen als dieses Draufgebolze, sage ich mal. In nächster Zeit ist auf jeden Fall der Aufbau ganz wichtig, also dass ich da verletzungsfrei durchkomme, dass ich jede Einheit wahrnehmen kann und dann zielgerichtet auf die Hallensaison, aber vor allem auch im Hinblick auf die Sommersaison, wenn dann die deutschen Meisterschaften anstehen. Ja, kam natürlich sehr unerwartet, das erste Mal dabei, direkt gewonnen, Rollkunstlauf gut vertreten, finde ich. Ja, natürlich, also es ist jetzt eher ein sehr Sport mit vielen Frauen, aber so hier in Deutschland jetzt nicht so viele Männer. Ja, also der internationale Deutschlandpokal, wo ich den dritten Platz erreicht habe, war in Freiburg wie jedes Jahr. Und die Europameisterschaft auf den Azoren, was natürlich ein sehr besonderes Erlebnis war, weil man natürlich nur umgeben vom Wasser, unser Hotel direkt am Meer, was sehr Besonderes war. Ja, also natürlich will ich gern an den Erfolgen anknüpfen, die ich jetzt erreicht habe. Also nächstes Jahr die Europameisterschaft wäre wieder eine sehr gute Möglichkeit für mich. Muss ich natürlich gucken, wie ich das mit dem Abitur, was nächstes Jahr auch noch ansteht, alles irgendwie auf die Reihe bekomme, aber das sollte schon funktionieren. Wir haben wahnsinnig viel Werbung gemacht für Stimmen und sind jetzt überglücklich, dass es dann so knapp gereicht hat. Ist für uns auch eine große Ehre, dass wir hier eingeladen wurden, dass dann auch noch gleich im ersten Anlauf als Mannschaft auf die 1 gereicht hat, ist natürlich unglaublich. Ja, also es ist ein Mix aus eben den Sportarten Fußball, bisschen Basketball und Football, eben American Football, nur halt mit einer Frisbee-Scheibe. Und es besteht halt daraus, man hat das Feld, das ist so lang wie ein Fußballfeld, nur halb so breit. Und man hat wie beim Football an den zwei Enden Endzonen. Und an diesen Enden muss man eben die Scheibe fangen, um den Punkt zu machen. Und man darf halt mit der Scheibe nicht laufen und deswegen ist man halt sehr vom Team abhängig. Und man muss halt miteinander spielen und sich miteinander verstehen, damit man eben auch die Punkte machen kann und eben das Spiel gewinnen kann. Ja, auf jeden Fall weiterhin erfolgreich zu spielen, auch bei den deutschen Meisterschaften, Indoor, ebenso Outdoor. Und auch dann mit dem Open Team, die Jungs, denke ich mal, da eben auch gut mitspielen zu können und wir dann bei den Damen.